Am Samstag, den 14. Juli, veranstaltete das Jugendzentrum Sunshine auf dem Gelände der ehemaligen Pestalozzi-Schule das Grillen ohne Grenzen. Das Grillfest richtete sich unter anderem an die bereits am Freitag angereisten Gäste aus Selmer Partnerstadt Iwkowa in Polen. Wieso bist du denn heute hier? Weil heute ist total geiles Wetter. Weil es hier Spaß macht. Ich bin halt ziemlich auf dem Sunshine. Der Anlass steht auf meinem T-Shirt, wenn ihr das ins Bild kriegt. Menschenrechte statt rechte Menschen. Die Grundidee ist in einer Kooperation zwischen dem Team Jugendförderung und der SPD hier in Selm entstanden. Neben dem eigentlichen Grillen wurden verschiedene Spiele wie Basketball, Tischtennis oder Völkerball gespielt. Zusätzlich zeigten die polnischen Gäste ihre Tanzkünste und animierten zum Mitmachen. Halten Sie denn die Veranstaltung bisher für gelungen? Ja, bis jetzt schon. Ja, also ich finde, für die Uhrzeit ist schon gut was los. Es sind viele Kinder, also es ist sehr gemischt alles. Und auch draußen mischt sich alles auf dem Schulhof, wo die Grills stehen und eben das Essen angeboten wird. Also bis jetzt bin ich zufrieden. Bis hierhin finde ich es erstmal soweit vom Appetit her, ja, und vom Geschmack her sehr gut gemacht. Ja. Und Benedikt hatte mir ja gesagt, dass ich hier heute mal herkomme und mir das angucke. Ne? Habe ich gedacht, so, okay, heute gibt es auf jeden Fall Essen und ein bisschen unterhalten. Also wir waren auch im Stadion, haben sie gesagt. Er freut sich sehr, hier zu sein. Die Deutschen sind sehr nett. Das ist eine sehr nette Stadt auch. Und heute Abend sind sie hier gekommen, weil es ein Abend für die Jüngeren sein wird. Und die freuen sich darauf, was heute noch alles so passieren wird. No tutaj na razie no czekamy, coś się może będzie działo. I think this is a very nice country. Langweilig. Okay, und was genau findest du langweilig? Es ist hier viel zu wenig Musik. Was habt ihr heute schon so gemacht? Die hatten heute ein großes Programm. Die ersten haben eine Stadtrundfahrt gemacht oder einen Stadtrundgang. Dann gab es noch Nordic Walking unter anderem auch noch. Und dann gab es noch weitere Aktionen wie zum Beispiel Malen und so. What do you do the next days? Tomorrow we have a concert with our orchestra and Selm Orchestra. Während das Grillfest sich eher an die Jugendlichen richtete, fand im Selmer Gymnasium zeitgleich eine Veranstaltung für die älteren Gäste statt. Was ist für Sie heute der Anlass, hier zu sein? Ich bin die Leiterin vom Städtepartnerschaftsverein und wir haben Besuch aus unserer Partnerstadt Iwkowa. Okay, und wie gefällt Ihnen die Veranstaltung bisher? Ja, es macht Spaß. Scheinen alle tanzen zu wollen.